Nein. Doch. Immer diese Probleme im Setup. Was ist denn das? Gleich geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einem Vorspiel außerhalb der Reihe, dem Vorspiel der DFB-Pokalpartie Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf, die diesen kommenden Mittwoch stattfinden wird. Und ja, wir werden diese Partie mal vorspielen und natürlich werden wir die neuesten, frischesten Erkenntnisse der Pressekonferenz durch Friedhelm Funkel von heute Mittag noch einfließen lassen in unsere Aufstellung hier. Denn dort verkündete er, dass unter anderem Matlung, der ja im Pokal nicht gesperrt ist, und Akpo Guma, der hat insgesamt seine Sperre wieder abgesessen, die Innenverteidigung bilden werden. Also machen wir das auch bei uns. Aber der Trainer kündigte auch an, dass er ein bisschen an der Mannschaft Veränderungen vornehmen wird. Genau das tue ich auch. Ich gönne, weil ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich passiert, den guten Eihan mal eine Pause, weil er zuletzt viel gespielt hat. Und das gleiche gilt für Bebu, sodass Kiesewetter und Ferrati mal in der Startelf bei mir stehen. Warum, fragt ihr euch? Die Antwort ist simpel, weil ich es kann. So, kommen wir zu den Rollen. Da ist ganz klar Botzek der Kapitän. Ja, der beste Freistoßschütze ist natürlich mit Eihan auf der Bank. Das ist auch bei FIFA so. Ja, muss man tatsächlich sagen, Hennings ist in diesem Fall Schmitz auch gar nicht schlecht. Aber Hennings ist unser Mann. Bellinghausen mit den Ecken. Ja, das passt so. Das machen wir so. So stehen wir. So spielen wir. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet. Das hört man vielleicht. Oder auch nicht. Deshalb muss ich mich manchmal räuspern. Oder ich benutze die... Ja, es gibt sie wirklich. Die Räusper-Taste an diesem Mikro. Passt mal auf. Also ich bin gespannt, ob ihr jetzt was hört. Wenn ja, wenn ihr jetzt mein Räuspern wirklich gehört habt, dann entschuldige ich mich herzlichst dafür. Oh ja, mit Fortuna-Spieler das Dribbling üben. Wahnsinn. Und das ist schon falsch. Dann spiele ich mein eigenes Spiel. Ja, komm, zweiter Versuch. Pack. Nein, ich habe einen verpasst. Lass mich raten, ich muss den Parcours vor ihm abschließen. Ja, da sollte man dann vielleicht Messi nehmen. Ah, faul! Faul durch Gegenstände! Ja, gut. Sage ich jetzt. Ah, und auch noch gehalten. Das ist nicht mal die Bronzemedaille. Egal, ab ins Spiel. Was geben die mir auch Kiesewetter? Hallo zusammen, jetzt mal ehrlich. Ich bin Wolf Fuß und neben mir sitzt heute der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und ich bin wirklich gespannt auf die heutige Partie. Die heutige Partie, Hannover 96 gegen... Ah, und auch hier wieder volles Stadion und Choreografie. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Sie halten sich momentan in den Mittelfeldregionen der Tabelle auf. Allerdings ist es viel zu früh, hier eine Prognose abzugeben. Es kann noch nach oben wie auch nach unten.
Und so gehen's die Ach, schon falsch, denn Philipp Schauner kann momentan nicht spielen. Und das gleiche gilt für den Spieler Anton in der Innenverteidigung, der ist nämlich gesperrt. Naja. So auf Zack ist FIFA dann oder EA meistens dann doch nicht. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ja. Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, ich würde mal behaupten, so sieht meine Aufstellung nicht aus. Alleinunterhalter, aber der bekommt Unterstützung. Ha. Das würde ich, das muss ich kurz verifizieren. Nicht, dass da irgendwas falsch eingestellt ist, aber taktisch spiele ich eigentlich anders. Habe ich das Spiel verwirrt oder verwirrt das Spiel jetzt gerade mich? Das ist die Frage. Ja, die weltbekannten Hannoveraner-Fans. Komm. Buschi, die letzte Saison von Hannover 96, eine Saison zum Vergessen, kann man so sagen, oh. Oder? Ja, definitiv. Oh. Interessant, sie gehen auf die letzte Saison von Hannover ein. Ja, das hier sieht uns vernünftig aus. Ja, spannend, hören wir mal zu. Da ging nicht wirklich was zusammen bei den Hannoveranern. Die Mannschaft hat schon gekämpft, aber sind wir ehrlich, der Abstieg war recht früh klar und jetzt geht's um den Neuanfang. Amüsant. Das nenne ich doch mal ein super Tackling, oder? Das war ich mit einem Tackling den Ball noch rüber gerettet. Rettet, rettet, rettet. Ja, können wir dann. Albonauts. Und gleich nochmal. Ist keine Chance entstanden, aber jetzt geht's in die andere Richtung. Ja, schrei sie mal zusammen, Rense. Raus da hinten. So. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte. Und er bringt den Ball rein. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Und das geht. Naja. Hallo, Herr Subic. Sie möchten gerne mal Abschluss zuschauen. Oder wie habe ich das? Okay. Schmitz. Mit dem Ball am Fuß. Ja, da war er zu nah dran eigentlich. Hätte ich nicht tun müssen. Das war eine gute Gelegenheit. Ach, schade. Karaman. Harnik. Ach. Jetzt müssen Sie aufpassen. Super. Rettet, rettet, rettet. Schmiedebach. Der Ball ist nach und weg. Da kam das Zuspiel nicht an. Botzek. Schmitz. Schauerte. Das spielen wir mal ganz ruhig hier. Botzek. Das könnte gefährlich werden. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. So, war nämlich ziemlich widerlich. Haben wir alle gesehen, ne? Haben wir das alle gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ist ein bisschen zu weit, oder? Die Distanz. Was haben wir denn? Ah, immerhin gibt's eine Linie von Herrn Ansgar von Hauenstein. Ah, Philipp Schauner ist bereit. Oder auch nicht. Ja, er erlaubt mir im Grunde auch nur Flaggen.
Naja, warum eigentlich nicht? Gute Defensivleistung. Angriff abgewehrt, bevor es richtig gefährlich werden konnte. Ja, das war nicht so toll. Schmitz. Das könnte die Chance werden. Botzek. Ah, schade. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Ja. Botzek. Apropos. Gutes Take. Breit machen sie eher eng da. Jetzt müsst ihr Hannoveraner. Kommt, Jungs. Bellinghausen. Ein toller Pass. Ah, das war nicht gut. Gearbeitet. Das Abschirmen ist im neuen FIFA nochmals wichtiger geworden, aber ich verwende es noch zu wenig und nicht Felix Klaus. Vielleicht so, wie das Spiel das erwartet. Die Abwehr steht gut und sicher. Diese Wetter, bleibt mal dran. Da kein Durchkommen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Bellinghausen. Ah, das war nicht gut. Schade. Schmiede. Arthur Sobik. Ey, faul. Wird's jetzt gefährlich? Er spielt den Steilpass. Arthur Sobik. Den Ball hält er gut. Da habe ich einen Foul gesehen vorher. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Ja. Da verhalten, ne? Chance erstmal vorbei. Schießt er ihn rein. Hat er. Wahnsinn, wie der Torwart den hält. Das war keine einfache Nummer. Ach komm. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht in den Seufz. Seufz. Felix Klaus. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Bellinghausen. Na? Jetzt wird's gefährlich. Ah, schade. Sehr gut aufgepasst. Botzek. Nee, zu hart. Egal. Gut verteidigt hier. Das war nicht gut. Albornoz. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Ganz schwacher Pass. Ja. Sind wir dann bereit? Schlecht. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schmiedebach. Abseits. Schmitz. Nee, Schmitz, nee. Was sind denn das für doofe Fehlpässe? Das Foul zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Felix Klaus. Gutes Tackling. Schmitz. Ah, Ferrati, zu wenig Durchsetzungskraft. So, jetzt mal. Nee. Albornoz.
Nee. Schiedsrichter, nee. Das ist doch Quatsch. Der Matlow fault doch nicht. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sobotka. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ah ja. Sie bekommen eine Ecke. So sei es. Eine Ecke durch Axel. Jetzt ist der Ball weg, die Ecke kam nicht besonders gut. Ach komm! Klar, gibt Einwurf. Aber der kann nicht mal einen Ball stoppen, der Kiesewetter, das gibt's ja nicht. Sorg. Hä? Das war ja wohl ein Rückpass. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Madlung. Schmitz. Meine Mannschaft hält sich irgendwie sehr wenig an taktische Vorgaben. Es ist irgendwie alles durcheinander gemischt. Oh. Jetzt müssen Sie aufpassen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Schmiedebach. Botzek. So. Pass auf die Außenbahn. Ah. Da will er den weiten Ball spielen, aber. Das ist echt zu leicht abkochen, ne? Kein gutes Spiel bisher, so insgesamt. Harnik. Sorg. Harnik. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Karaman. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ach man! Unnötige Fehlpässe sind das. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da verlieren sie den Ball. Schmitz. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ja. Das ist Schade. Vielleicht die Chance durch die Ecke. Die Taktik ist mir etwas zu wild. Ich glaube, ich stelle um in der Halbzeit. Und den Ball hält der Torhüter fest. Wird das seine Torchance? Abgefangen, gut gemacht. Und so, Halbzeit. Ja, ich möchte natürlich alle 0:0 Enthusiasten schon mal vorwarnen. Das ist ein Pokalspiel, das heißt, hier muss es am Ende eine Entscheidung geben. Ja, und wenn das nach der Pause so weitergeht, dann wird das eine richtig enge Nummer. Oder eine heiße Kiste.
Naja. Naja, wir spielen noch eine Weile trotzdem mal so weiter, habe ich überlegt. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Auch wenn ich sagen muss, dass Ferrati nicht so unfassbar viel gelungen ist. Ich denke, das kann man schon konstatieren. So, aber da ist er nicht der Einzige. Defensiv ja okay, aber offensiv meine Fehlpass-All-In hier. Schmiedebach. Arthur Sobi. Stark gemacht, das könnte was werden. Gute Aktion. Ah. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Und was damit? Jetzt der Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das gibt einen Einwurf. Ein blöder Fehler von Akpoguma. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Harnik. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Harnik! Das war knapp. Die Chance zur Führung, aber vergeben. Sieht jetzt aber auch nicht aus wie Martin Harnik. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ach, Axel. Hennings. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spiel. Und nun ein Schuss. Da passt ah, er. Das war eine super Torchance. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Da holt er den Ball zurück. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen hier. Felix Klaus! Ja, mit der Witze. Souverän gemacht vom Torwart. Ach. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Ja. Hannover durchaus offensiver. Sebastian Mayer. Sebastian Mayer. Sehr guter Einsatz. Mist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Weiter geht es mit einem Einwurf. Haha. Felix Klaus. Das gibt erneut Einwurf. Für die gut. Sobotka. Komm, Kiesewetter. Ja, geht immer steil. Ha, schade. Ja, beinahe hätte ich ihn auch gehabt. Felix Klaus. Bellinghausen. Ah, Axel. Sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Botzek. Schmitz. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ja, oder eine Ecke noch dran, gibt Ecke. So, ich werde jetzt aber auch mal umstellen. Wir nehmen die. Wo ist denn die Fortuna Düsseldorf Standardtaktik? Ja, im Grunde ist das die, ne? 4-1-4-1. Die wird.
Genau. Und da kommt dann. Für Ferrati der gute Ayhan ins Spiel. Und das ändert auch die Rollenverteilung. Denn jetzt gehen Freistöße und Standards Ayhan. Der Trainer wird wechseln. So sieht's aus. Bei mir noch kein Wechsel. Doch. Jetzt kommt hier der Wechsel. Sieht aber zornig aus. Naja, so nimmt man auch Zeit von der Uhr, ne? Er schießt! Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Harnik. Schmiedebach. Salif Sané. Felix Klaus. Gute Aktion. Schauerte. Sobotka. Ja. Hennings. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, schade. Defensiv machen Sie es gut. Felix Klaus. Sauber vom Ball getrennt hier. Schauerte. Botzek. Ja, lauf ruhig, Axel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sie Ach, haben den komm. Ball. Ja, also. Hier kommt die Statistik zum Ball. Ah, warum kriegt er den nicht? Dann nehmen Sie Jawohl. Hennings. Schade. Passt der Klasse auf. Ansatzlos. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Da kann er sich den Ball holen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da gewinnt er den Zweikampf. Harnik. Schmiedebach. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Den spielt er steil. Harnik! Macht er ihn! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv. Ein bisschen unsortiert. Aber gut, schon gut verteidigt, gut geblockt. Von mir. Aber das hätte natürlich auch anders laufen können. Auf der anderen Seite auch schöne Chance hier drüben. Eine interessantere Partie jetzt. Ich denke, so viel kann man sagen. Sobotka. Kahn Eier. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell.
Oh. Verletzung bei Bellinghausen. Gut gearbeitet im Zweikampf. Er hat den Ball weiterhin. Ganz klar, da muss er was? So, das müssen wir uns aber mal angucken. Ja, der Axel hat was. Hm. Kein Problem. Dann kommt eben Bebu. Wollte ich ohnehin bringen. Das macht richtig Spaß. Das sind große Momente für jeden Keeper. Klasse gehalten. Tolle Aktion. Mit dem Kopf. Sie ja. Sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Naja. Sobotka. Gut, der Ach. Hier im Mittelfeld erobert. Und unnütz. Das könnte gefährlich werden. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so sicher. Er zieht ab! Ah. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Das war ein Elfer. Abwehr kann klären. Super Flanke. Hennings. Jawohl. Sie machen das Tor. Und damit die späte Führung. Jetzt läuft die Zeit für sie. Aus dem Einwurf. Es ist schon beeindruckend. Die Flanke. Die ewig in der Luft war. Und ja, und Hennings steht in der Luft. Nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Super Abschluss. Klasse vorbereitet. Ja, vor allem der letzte Pass war bockstark. Alter Knipser. Da mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten, aber jetzt fällt endlich. Ah, setzen wir gleich mal auf Konter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt ist der Angriff deutlich. Ah, Kiesewetter. Gutes Tackling auf außen. Salif Sané. Und er schießt. Eine richtige Chance hier, aber kein Tor. Knapp war's, schade. Tja. Nee, nee. Jetzt können wir das Team nach vorne peitschen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ach. Und verletzt Eihahn. Die letzte Möglichkeit. Da war eigentlich durch, aber dann kriegt er doch noch die Kugel abgenommen. Felix Klaus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kann er klären, gut aufgepasst. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Spielt den Ball in den freien Raum. Salif Sané an den Pfosten. Ach, raus da. So, was mit Ayhan? Ja, ist auch verletzt.
Gut, dann muss er wieder raus. Wen haben wir denn noch? Ah, die sind beide eigentlich eher offensiver, aber egal. Dann kommt eben Yildirim. Oder können wir es anders kompensieren? Nee, hätten nur Lukas Schmidt. Nee, machen wir einfach so. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Klar, dass die Fans hier jetzt nochmal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Na, schön was Zeit von der Uhr genommen. Sebastian Mayer. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ey. Ist das spannend hier? Jetzt ist alles möglich. Scheiße. So ein Ärger. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Hier also nochmal der Kopfballtreffer. Tja, das gibt die wohl nicht für möglich gehaltene Verlängerung. Ich habe leider schon dreimal gewechselt. Zweimal wegen Verletzung wohlgemerkt. Ärgerlich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Bebu. Hennings. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er macht das Spiel schnell. Das war nicht nein, 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 nein. Schmiedebach. Hier konnte sich tja, und da ist sie, die Verlängerung. Klassisch. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Das Spiel war anstrengend. Das sieht man den Jungs da unten an. Aber jetzt müssen sie noch mal alles aus sich rausholen. Die Verlängerung läuft. Tja. Ärgerlich, dieser späte Ausgleich. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Da kann er ihn stoppen. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Salif Saleh! Ah. Das wird ein Eckball geben. Da stimmte die Zuordnung nicht. Gute Aktion, gut geklärt. Alle raus da hinten. Jetzt gefährlich. Kopfball. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Och man, jetzt gelingt gerade gar nichts. Der Spieler ist dazwischen gegangen. So, mal ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Schauerte. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ja. Klarer Fall. Aber zeigt er auch eine Karte? Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Hallo? Schon Freistoß, ne? Kiesewetter? Nee, 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 nee. Lass mal den Hennings.
Die Fans wollen natürlich den Sieg und beschweren sich hier immer wieder, weil es ihnen viel zu lange dauert. Es wirkt so, als hätten es die Gäste nicht besonders eilig. Die haben keinen Bedarf. Eckball gibt's. Hennings! Oh. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Da war ich selbst zu überrascht. Lange Ecke wäre besser gewesen. Marvin Bakalos. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das macht er gut. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ach, schwach. Den Ball hat er sich geholt. Schön Konter. Ah, Mist. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Schmitz. Hennings. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Jetzt in der Anspielstation. Abgefangen, gut gemacht. Souverän, er hat den Ball. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Ball schon oh, schwach. Bibu. Die Hälfte ist schon Halbzeit. In der Verlängerung. Die Spieler müssen hier nochmal richtig beißen. Eine Torchance. Eine Torchance wäre doch noch schön. Tja, alle gehen auf den Zehenspitzen. Der Unparteiische pfeift an. Durchgang 2 in der Verlängerung läuft. Nee. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sobotka. Ach Mist. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Marvin Bakalos. Das könnte die Chance werden. Sie trainieren viel mit Harnik. Ja. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Ach schade, da war der Verteidiger gerade in dem Moment zurückgeeilt, als mein super Steilpass kam. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, nicht mit Bozek, ne? Jetzt ist der Ball doch weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Hennings. Bozek, der alte Sprinter. Jetzt muss gefährlich werden. Ja. Okay. Er kann klären. Warum nicht?
jetzt noch jemand herkommt. Zum Beispiel Kiesewetter. Ach Mist. Das macht er gut. Und in 8 Minuten ist dann auch diese Verlängerung vorbei. Arthur Sobi. Sorg. 8 Minuten haben sie hier noch Zeit in der Verlängerung. Immer noch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Botzek. Er versucht. Der alte Torjäger. Auf dem Zahnfleisch, aber mein Gott, sind die offen da. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das Ende dieser Partie naht. Sie liegen hauchdünn vorne, aber der Ausgleich ist möglich und dann gäbe es hier Elfmeterschießen. 115. Duplizität der Ereignisse. 5 Minuten vor Schluss. Schon wieder. Wie in der regulären Spielzeit. Jetzt gehen wir aber defensiver. Salif Sané. Albornoz. Schön dazwischen gegangen. Wird's jetzt gefährlich? Arthur Sobik. Komm hier, Rim, zur Eckfahne. Gutes Tackling. Sie führen zwar, aber wenn sie nach dieser Ecke treffen, würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Na, ist noch irgendjemand da? Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Ist ja klar. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Schade. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Da holt er den Ball zurück. Ja, weg damit. Richtig so. Harnik. Haha. Herrlich, wie wir hier die Uhr runterlaufen lassen, ne? Wo macht man das? Schmitz. Marvin Bakalos. Und das war's. Oh, da ist es vorbei, da die Fortuna zieht nach langem, schweren Kampf verdient ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Ha, aufregende Partie. Die Nadelstiche, die ich setzen konnte, die saßen. Ja, die Höhepunkte schauen wir uns nochmal an, oder? Bundesliga-Logo ist natürlich in diesem Zusammenhang übrigens falsch hier, aber wer wird denn jetzt so kritisch sein? Arthur Sobi. Den Ball hält er gut. Ja, das war eine größere Chance.
Ich hatte aber auch die große durch Käsewetter. Ich glaube, die wurde übergangen. Ah, da ist schon das erste Tor. Bonzek, bester Mann. 1-0 vorbereitet, 2-1 selbst gemacht. Spielt den Ball in den freien Raum. Salif Saleh. Ja. Ja, ein bisschen Glück war dabei, ne? Sebastian Mayer. Das hier war nicht gut verteidigt. Kann man aber mit der Kameraeinstellung nicht wirklich sehen, das Tor. Ja, die Riesenchance in der Verlängerung. Aber Rensing. Ja, da hätte ich lieber die andere Chance nochmal gesehen. Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Bozek. Er versucht. Trifft er, ja, drin, Tor. Und das war's. Gucken wir uns mal die Statistik an hier. Ja, schon mehr Schüsse bei Hannover. Ballbesitz aber ausgeglichen. Passquote bei mir nicht so gut, Hannover wie Barcelona, das kennen wir. Spieler des Spiels müsste Bot 6 sein, ja, guck mal hier, 8,5. Ja, den Buh nicht so gut, ja, mit dem habe ich sein andere Dribbling verloren. Naja, so, das lief doch erfreulich. Wäre es nicht schön, wenn also auch am Mittwoch, also übermorgen, heißer Pokalfight mit dem Besten für die Fortuna am Ende. Wir werden. Bis. Tschüss.